Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal bei mir Infogamer TV. Ich habe ein bisschen gefällt und zwar dachte ich, hätte die Aufnahme schon gestartet und ich habe schon ein bisschen gespielt. Zumindest waren das nur 2-3 Minuten und zwar war das Problem hier, wie ich hier weiterkomme. Und es war im Grunde sehr einfach. Ich muss den Ball dazu benutzen, die Roboter hier zu töten. Im Grunde sehr einfach. Das heißt, es würde so, der Ball ist da und dann würde ich ihn so auffangen und dann würde er irgendwo fliegen. So. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hä? Ach so. Jetzt sollen wir den Ball von da nach dahin bekommen. Also der Ball fliegt hin und her, hin und her. Und probieren wir es mal so. Da eins und da ein, ne, und da eins. So. Jetzt muss ich schnell sein. Okay. Orange, blau und super. Noch einmal, weil ich so gut war. Jetzt mal im Ernst. Es muss schnell gehen. Okay, jetzt und. So, jetzt. Nein! Jetzt bin ich noch gestorben. Oh, bin ich schlecht? Jetzt mal im Ernst. Ich war so kurz vor dem Ziel. Ich schau jetzt diesen schönen Boden an, der grün ist und braun und was weiß ich. So, Ladedaten. Und kacken wir noch einmal ab, weil wir so gut sind. So. Jetzt wird es wieder also hierhin geschossen. Wir müssen jetzt schnell sein. Ja, es ist durch. So, so und. So. Yay! Schneller, schneller, schneller. Wie soll ich das denn bekommen? Wie soll ich da hinkommen? Ich bin so bescheuert. Ah, das kommt immer hin und her. Zum Glück. Komm. So. Wir sind ja in der Testkammer 18. Das heißt, das Spiel müsste eigentlich so gut wie zu Ende sein. Sollen wir jetzt hier runterspringen oder wie? Ja, scheint so zu sein. Was bedeutet das jetzt? Da und da. Ach so. Das Blaue ist da. Und das Rote da. Nein. Es hat sich wieder bewegt. Na super. Muss ich wieder hier hinlaufen? So. Schneller, 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 schneller. Nein. Wie soll ich das hinbekommen? Wie geht das? Geht das hier? Nein. Es geht hier nicht. Wir sollen ja. So. Müsste im Grunde gehen. Whee! Ah. Natürlich muss ich wieder alles falsch machen. Ah, oh, Mann. Das regt mich so auf. So, jetzt müssen wir wieder auf die Plattform warten, weil es so schön ist. Entschuldigt mich, Leute. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache auch nur Fehler. Leider. Und da ist Blut. Mein Blut. Wir müssen den Block. Im normalen Falle würde ich mich da festhalten, aber das ist Portal. Das ist Portal. So. So und so. Wir müssen schneller sein. Und zwar müssen wir hier warten. Und zwar machen wir jetzt ganz schnell. So. Hier hin. Und dann hier hin.
Schneller, 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 schneller. Schneller. Ja! Was war das denn? Meine Güte. Ich flippe gleich aus. Nein, nein, jetzt im Ernst. Was muss ich überhaupt tun? Ich habe jetzt einen grünen Bildschirm vor mir. Hoffentlich geht das weg. Bin jetzt tiefst gespannt. Hallo? Ah, Ladedaten. So. Hier haben wir nichts, wo wir springen können. Hier kommt dann die Plattform raus. Ich frage mich jetzt im Ernst, was das bringen soll. Wie sollen wir den Kürb holen? Das geht doch gar nicht. Hä? ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also, wir legen dann hier den Dingens. Und zwar 3, 2, 1, go. Ja, genau. Weil wir so gut sind, warten wir noch einmal. Und hier der Orange. Wie sollen wir das überhaupt schaffen? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Da, da unten. Boah, bin ich bescheuert. Ich glaub, dummer geht's doch gar nicht. Schneller, 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 schneller. Ja, super. Ich hab den falschen genommen. Okay, noch einmal. Da und hier. Dann. Hier kommt der Orange und den Blauen mache ich jetzt. So, jetzt müsste ich da ankommen. Endlich. So, hier haben wir gar keins. Müssen wir auf die Plattform warten jetzt. Komm. Wir haben hier den Block endlich, für diese scheiß Tür zu öffnen. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Nein, das ist doch nicht. Sprechercubus zerstört. Beim Testapparatschacht von Aperture Science erhalten Sie dann Ersatz. Also, das ist wirklich die Epic, also Epic Fail-Folge. Jetzt im Ernst. Das ist doch gar, das kann auch gar nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder auf die Plattform warten, weil ich zu lange gedauert habe. Komm. Komm jetzt, komm. Ich will weitergehen. Ich bin endlich im Testkammer 19. Ich habe es schon satt, in dieser Testkammer 18 zu sein. So, jetzt hier und da. So, schnell hier und Orange setzen. So, dahin fliegen und dieses Mal den Block nicht fallen lassen. Hoffentlich bin ich schlau genug dafür. So, hier hinspringen und den Block einfach nur halten und nicht hinlegen. Ist einfach am sichersten. So, wir müssen jetzt wieder diese Tür öffnen. Das heißt, wir müssen wieder dahin springen. Ja. Den Block lasse ich mal da. Nur damit ich mir sicher bin. So, Orange mache ich mir hier hin. Und Blau. Hier hin. Das ist Blau. Blau. Block, Block, komm hier hin. Komm hier hin. So, Problem endlich gelöst. Da eins hin und... nein, probiere ich gar nicht. Probiere ich gar nicht. Da eins. Und machen wir mal langsam. Und zwar so. Endlich! Was kommt jetzt? Okay, die Testkammer 18 ist immer noch nicht fertig. Okay, es ist etwas mit Fliegen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist sehr hoch. Sehr, sehr hoch.
Und wie sollen wir raufkommen? Ach, okay. Ich glaube, ich habe das schon mal so in einem Trailer gesehen. Ist voll geil. Jetzt den blauen hier hin. Ja, super. So, wir sind jetzt immer noch oben. Scheiße. So, wir sind jetzt oben, wie gesagt. Und jetzt müssen wir irgendwie, ja, neu anfangen. Das auf jeden Fall. Oder einfach sterben. Weil wir das am besten können. Beziehungsweise ich das am besten kann. Ich liebe es zu sterben. Das ist das Beste auf der ganzen Welt. Da ist meine Waffe. So, noch einmal. Also, wir haben da Orange. Das heißt, wir müssten Blau schießen. Und dann Orange. Immer so weiter. So, Blau schießen. So. Rot, Orange schießen. Mann. Und wo sollen wir jetzt hin? Dahin. Mein Gott, voll verwirrend. So, noch einmal. Hoffentlich war das Blau. Ja, das war sogar Blau. Und jetzt da. Müssen wir jetzt Orange schießen. Jetzt. Wo? Nein, habe ich nicht getroffen. Schade. Da. Sehr gut. So. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Ja, ja. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Danke dir. Für diese Information, die jedem interessiert. Die jeden interessiert. So. Okay. Genau beim Schießen Ladedaten. Ja, Portal, du bringst es weit. Ich freue mich schon auf Portal 2. Das soll anscheinend noch schwieriger sein. Und auch länger und spaßiger. Werde ich auch natürlich Let's Playen. Würde mich freuen, an die Leute, die genau das jetzt mitbekommen haben. Sollen jetzt einen Kommentar schreiben, dass sie das hier mitbekommen haben. Sondern einfach, ich habe es mitbekommen, in Kommentaren schreiben. Einfach nur, um zu schauen, wie viele Leute es sich überhaupt ganz anschauen. Wäre sehr nett. Ich danke euch vorerst. So, die Testkammer 19. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Nein. Mach ich nicht. Nach den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Wozu brauche ich jetzt das? So. Das geht jetzt auf. Das heißt, das kommt hier hin, dahin, dir hin. Hä? Soll ich das hier hinbekommen? Ich muss es irgendwie schaffen. Ah, so. So, es ist fertig. Nein! Mein Gott. Da hinten. Das geht viel einfacher so. So, wie sollen wir jetzt da hinten dran kommen? Frage ich mich jetzt. Geht das jetzt auf? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Soll ich das hier drücken? Das geht wirklich auf. So. Ja, ich bin schlau. Ich bin schlauer als schlau. Auf jeden Fall. Meine Waffe wieder verloren. Nein, 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 nein. Ich will das noch schaffen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier hinspringen. Wie auch immer. Ah, wir müssen es einfach nur umlenken. So. Problem gelöst. Ich dachte, wir müssten die andere Seite rein und die andere Seite raus, damit wir nicht den Ball treffen. Hm. Wie sollen wir das jetzt schaffen? So, jetzt. So.
ich bin voll der Pro. Kuchen! Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Mein Gott, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Nein, ich will nicht sterben. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Nein! Ende.